allgemeinen Funktionen des Intellion Industriespeichers sind zum einen das Peak Shaving, Lastmanagement, Eigenverbrauchsoptimierung und Ersatzstrom. Für das Projekt hier in Tübingen haben wir uns für das Peak Shaving entschieden. Das Peak Shaving, kurz erklärt, ist zum einen dafür zuständig, die Lastspitzen zu glätten, und zum anderen ist es natürlich auch relevant für die Netzstabilität und für die Leistungsbezugskosten. Je gleichmäßiger Strombezug, desto niedriger sind die Kosten der Netznutzungsentgelte. Diese bemessen sich an der höchsten Leistung im Jahr. Vereinfacht gesagt, hier können eine Menge Kosten gespart werden. Zusätzlich kann über ein übergeordnetes Energiemanagementsystem von Smart One ein dynamisches Lastmanagement ermöglicht werden, das optimal zu unserem Ladepark hier in Tübingen passt. Das dynamische Lastmanagement von Smart 1 verhindert eine Überlastung des Netzknotens und zusätzlich wird das Peak Shaving realisiert. Wiederum gibt es eine Möglichkeit, ein internes Abrechnungstool für unsere Ladevorgänge aufzusetzen. Die Netznutzungskosten sinken hier aufgrund des Peak Shavings, das bei der Ladung der Flurförderfahrzeuge und des Ladeparks angewandt wird. Einerseits ist für uns die eigene Erfahrung wichtig, insbesondere auch jene unabhängig von dem Eigenverbrauch. Und andererseits lohnt es sich für uns als Büro- und Lagerstandort. Konkret erreichen wir mit dem Peak Shaving das Kappen der Lastspitzen, die durch unseren Fuhrpark mit Elektrofahrzeugen und Flurförderfahrzeugen entstehen, einerseits. Und andererseits erreichen wir eine Amortisation. Die Amortisationskosten liegen bei 8 Jahren circa, und das auch ohne Eigenverbrauch. Und zudem schaffen wir durch ein dynamisches Lastmanagement die Einsparung des Ausbaus des Netzanschlussknotens, den wir durch die wachsende E-Mobilitätsflotte hätten erweitern müssen. Ja, dezentrale Energiesysteme in Verbindung mit Sektorkopplung machen Sinn. Nicht nur technisch, sondern auch wirtschaftlich. Und ganz nebenbei leisten sie einen wichtigen Beitrag zu nachhaltigem Wirtschaften, was ein Unternehmen als solches auch nach außen hin attraktiv macht. Bei der Planung einer Industriespeicheranlage ist es besonders entscheidend, dass man sich im Klaren ist, welche Funktion der Speicher übernehmen soll. Wenn das klar ist, geht es darum, okay, wo soll das Speichergerät stehen? Also der Aufstellort ist natürlich ganz, ganz wichtig, und der Lastverlauf. Also welche Lasten habe ich in meinem Netz und wie verteilen sich diese? Vor Abschluss des Systems muss ich mich dann natürlich noch mit dem Verteilnetzbetreiber auseinandersetzen, weil er muss die Freigabe für die Installation des Systems geben. Bestimmte Herausforderungen gab es zu meistern dahingehend, dass wir den Lastverlauf ermitteln mussten in Bezug auf die Ladung der Flurförderfahrzeuge und der neuen Elektroautos, die wir hier in unserem Ladepark anbieten können. Der Stromverbrauch hier am Standort wird dadurch reduziert, und vor allem werden entstehende Lastspitzen durch das Laden der E-Autos oder der Flurförderfahrzeuge gekappt. Zusätzlich tut BayWa einen ersten Schritt zur Senkung des CO2-Verbrauchs hier am Standort. Das ist, so wie wir alle wissen, durch die CO2-Steuer, die 2021 kommt, ein wichtiger zukunftsweisender Schritt in die Richtung regenerative Energie. Intellion bietet hier den Vorteil, mit ihrem IP55-Gehäuse das Gerät im Autobereich aufzustellen, zumal noch die Kompatibilität zu einem Energiemanagementsystem von Smart 1 gewährleistet ist, das nachher dahingehend unsere Ladeinfrastruktur auch steuern kann. Zusätzlich hat man die Möglichkeit, hier auch individuell durch eine Folierung mit dem Firmenlogo oder sonstigen den Gewerbespeicher zu gestalten.